Hallo, meine lieben Freunde. Der Kalender weist auf den goldenen Oktober hin. Das Laub wird bunt und die Natur rüstet sich auf den Herbst ein. Nun möchte ich euch heute mitteilen, was der Oktober für uns bereithält und was uns Nostradamus für den Oktober 2018 prophezeit. Unsere Erde wehrt sich und die Sonne gerät in eine heftige Spannung. Unruhe und Druck werden wir spüren. Die Natur leidet durch das Fehlverhalten der Menschheit. Auch wenn wir tüchtig sind und auch dafür belohnt werden, leben wir in Missachtung unserer Natur, unserer Erde. Und die wehrt sich mit Katastrophen, die sich auch bei uns in Europa ereignen werden. Der Mensch wird büßen, was er der Natur antut. So brechen Vulkane aus und wir werden von Naturkatastrophen überrascht, wie zum Beispiel Erdrutsche und mehr. Die Erde rebelliert, wehrt sich und verschafft sich Luft. Ist es nicht an der Zeit, dass die Menschheit aufwacht? Ja, auch wir und auch du. Haben wir nicht schon genug Hinweise erhalten, innezuhalten und naturbewusster zu leben? Vor allen Dingen, was hinterlassen wir den Generationen nach uns? Hier sind nicht nur die Fragen gefragt, sondern das Handeln. Nun zu der Prophezeiung Nostradamus für diesen Oktober. Dort, wo Chiron sein Schiff bauen ließ, entsteht eine große, plötzliche Flut, dass man weder Ort noch Erde betreten kann. Die Fluten steigen am Olympischen Felsen hoch. Ja, meine Lieben, es wird wohl ein unruhiger Monat werden, der viel Unverhofftes bringt. Vieles wird aus dem Lot geraten. Aber wir sollten dann nachdenken, warum geschieht wieder so ein neues Leid? Und dann sollten wir sagen, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns endlich besinnen und mit der Natur im Einklang zu leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen goldenen Oktober. Eure Deria.